Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, endlich gibt es neue Infos zu dem bald erscheinenden GTA Online Update, was das größte GTA Online Update sein wird, was es jemals gibt. So, und zwar gab es ja schon Bauarbeiten beim Diamond Casino und da wurde schon vermutet, dass es bald ein neues GTA Online Update gibt. So, und jetzt gibt es endlich mal erste Aufnahmen oder beziehungsweise so einen kleinen Teaser, der uns irgendwie eine neue Insel zeigt. So Leute, wir gucken uns jetzt einmal diesen Teaser an. Der geht nur 10 Sekunden. Ich werde euch den einmal ganz zeigen und dann gehe ich nochmal auf Part 10 vom Teaser ein. Und ja, erstmal zeige ich euch den einmal ganz. Ja, das war jetzt einmal der ganze Teaser und jetzt gehe ich einmal auf Part 10 ein. Ich suche die mir einmal hier raus. Ja, hier sehen wir irgendwie einen Aufsichtsturm oder so und es sieht sehr tropisch aus im Hintergrund. Und hier sehen wir einmal irgendwie so einen Kartenabschnitt. Es sieht so aus, als wenn es eine Insel ist. Also es wird eine komplette neue Insel als Map-Erweiterung geben. Ja, das finde ich echt ganz geil, weil zurzeit ist GTA Online halt echt langweilig und da wäre ein neue Map-Erweiterung, Map-Update halt echt mal geil und vor allen Dingen, wenn wir wirklich eine komplette Insel kriegen und so sieht das hier aus. So, ich gehe mal ein bisschen weiter. So, hier sehen wir nochmal eine große Aufnahme, irgendwie von ein paar Villen, würde ich sagen. Und hier vorne sind halt so Felsen, also es schließt schon, dass es eine Insel sein wird. Und das ist halt, wie gesagt, voll geil. Weil dann kannst du da mit dem Boot hinfahren und so. Und ist halt mal was ganz anderes, dass du dann sozusagen zwei Maps hast. Oder zwei Städte oder zwei Inseln, eher gesagt. Und dann kannst du halt immer wechseln mit dem Boot oder so. Das hört sich halt ganz geil an. So, dann machen wir mal weiter. So, hier sieht man auch nochmal irgendwie hier ein Bauernfeld oder so. Hier wird auch was angebaut. Und da im Hintergrund sehen wir halt das Wasser. Also ich denke mal, das wird auch ein neuer Map-Teil sein, weil diese Bäume oder so, beziehungsweise dieses Gebiet, habe ich so noch nicht in GTA Online gesehen. Und ich war schon echt überall. So, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. So, hier sehen wir einmal am Vespucci Beach eine Leiche. Also es hat auch was mit dieser Leiche zu tun. Und hier sehen wir halt noch die ganz normale Map. Also das ist hier der Vespucci Beach, wenn mich nicht alles täuscht. So, dann gucken wir uns mal das Video zu Ende an. Ja, das war es dann auch schon, das Video, der Teaser. Also ja, das sieht echt ganz geil aus. So, dann würde ich das Video jetzt auch erstmal beenden. Ja, ihr habt einmal den kleinen Teaser gesehen. In dem nächsten Video, was darauf erscheint, gibt es noch ein Video zum Trailer. Also es gibt schon von Rockstar Games Seite aus einen 25-Sekunden-Trailer zu dem neuen Heist, weil es wird auch einen neuen geilen Heist geben. Und ja, den Trailer gucken wir uns gleich in dem nächsten Video an. Also guckt da auch nochmal rein, wenn ihr nichts um das neue GTA Online Update verpassen wollt. Und dann würde ich mich noch über ein Like freuen. So, dann wenn ihr rund um GTA Online bzw. um das neue GTA Online Update nichts verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute.